Ja, einen herzlichen guten Tag zu meinem neuen Video und heute mal ein außergewöhnliches Video. Und zwar habe ich Post bekommen von einem treuen Fan, der bei mir arbeitet. Es kam mit der Hauspost zu mir auf Station und es hieß: Monika, komm mal her, da hat hier jemand was geschickt. Und ich so war echt sehr erstaunt. Dann habe ich erst gedacht, es wird wohl keine Bombe sein. Ne? Es stand auch kein Absender drauf. Und ja, ich habe es natürlich schon aufgemacht und habe gelesen, wer es ist. Und ich habe es jetzt aber wieder zugemacht, um euch ein bisschen die Spannung etwa zurückzugeben. Jetzt mache ich es mal auf. Entschuldigt, hier ist die Straßenbahn in der Nähe. Es ist halt so in der Stadt, gell? So. Zuerst die Nachricht. Servus Moni, als Dankeschön für deine Video, die du für uns machst, eine kleine Anerkennung. Ich denke, du kannst bestimmt was damit anfangen. Smiley, Gruß, Erdenbewohner 1. Nun, was ist drin? Eine Packung Cowboy-Kaffee. 2015, Lateinamerika, Guatemala, Aroma Nuss, Schokolade, Vanille, 100% Arabica Röstung, Qualität 88,5. Ja, also ich muss wirklich sagen, es hat mich sehr gefreut über dieses Geschenk und das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ja, ich brauche mir jetzt keinen Kaffee mehr machen, sonst habe ich ja immer dieses 2 plus 1 oder 3 plus 1. Ja, es wird mir eine Freude machen, hier mal wieder richtig Kaffeegenuss zu machen, Cowboy-Kaffee, ja. Ja, sehr schönes Geschenk und ein herzliches Dankeschön an dich. Und es bestätigt mir doch auch wieder, dass ich... dass das, was ich mache, auch Anerkennung hat auf YouTube und ermutigt mich auch weiterzumachen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt, habe jetzt Urlaub, heute mein letzter Arbeitstag gewesen, heute am Sonntag, und werde jetzt 3-4 Tage auf Tour gehen und dann wird der Kaffee mit dabei sein. Ne? Also vielen Dank an dich, Erdenbewohner 1, und freut mich. Echt, wirklich. Und freue mich, dass du auch in meiner Fangemeinde bist. In diesem Sinne, mach's gut und ihr macht's auch gut. Wir sehen uns auf der Tour. Ciao, euer Automonika.